Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Uri and the Blind Forest. Ja, was? Drücke, was ist jetzt zu spät? Ja, in der letzten Folge, die war ein bisschen lang, die hat auch keiner geguckt. Ich spiele das jetzt hier trotzdem mal weiter. Obwohl ich eigentlich was anderes spielen wollte, weil ist ja egal. So, das andere Spiel funktioniert gerade nicht. Deswegen mache ich jetzt Uri weiter. Ich weiß aber gar nicht, wie hier alles noch funktioniert. Ich habe es vergessen. Ach ja, ich muss... bitte was? Ich muss da hoch. Ah, okay. Gut, dann versuche ich das mal. Dann gehe ich jetzt diesen langen Weg hier. Okay. Weiter geht's. Speichern brauche ich ja nicht mehr. Habe ich ja. La, 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 la. Oh, ja, das habe ich mir schon gedacht. Der Boden ist instabil. Tja. Der Frosch. Aber ich... Oh! Wo bin ich denn jetzt? Moment mal, Moment mal. Ach Gott! Ah! Aber ich komme ja jetzt hier so hoch. Cool. Hohlhain. Okay. So, und jetzt? Wie soll ich das denn machen? Komm ich, kann ich hier unten drunter auch? Nee. Ja, aber... Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich muss mal auf die Map gucken. Ob ich hier unten lang komme? Ich guck mal. Aber es bleibt mir ja nicht übrig. Hallo! Ich muss hier weg. Ah ja, stimmt. Jetzt komme ich ja da hoch. Da ist ein Hebel. Hebel. Shift gedrückt, um Objekte greifen zu verschieben. Ich dachte schon, ich wäre jetzt verloren. Kann ich das Ding hier schon mal wegmachen? Okay, dann geht's zurück. Ui. Heute mache ich aber nicht so eine lange Folge. Heute die wird mal kürzer. Nein! Och nö. Oh, was? Bin ich jetzt? Da unten. Aber. Ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Arno, der Geist, der gestorben ist, war stark und mutig. Lausche seiner Stimme, denn er konnte unser Licht bündeln. Okay. Was hat? So, was? Drücke. Du hast die Stichflamme erlernt. Ah, um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du Blüpp zum Aufladen gedrückt halten und dann Blüpp loslassen, um alles in der Umgebung eurer Nähe zu zerstören. Alles klar. Ist das vielleicht auch die Wand hier? Cool. Ah. Ja, die wollten mich doch ver... Die wollten mich auf den Leim gehen lassen. Guck mal hier, was hier noch drin ist. Nee, 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 nee. So, okay. Cool. Dann geht's jetzt weiter, Leute.
La, la, la. Ich muss hier hoch. Das ist trotzdem schwierig. Die wollte mich angreifen. Aua! Was? Alter, das muss man mir doch vorher sagen. So. Was muss ich denn eigentlich nochmal drücken, um zu speichern? Hm. Wie gemein! Schön. Sehr schön. Ah ja, ich weiß jetzt, wie es geht. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das mit dem Speichern geht. Das habe ich wieder vergessen. Das ist schon wieder so lange her. Da oben muss ich aber jetzt nicht, oder? Nee. Ei. Ei. Es ist ein schwieriges Spiel manchmal. Wenn ich auf jeden Fall, also wenn ich da oben bin, muss ich auf jeden Fall speichern. Jetzt müsste ich eigentlich speichern, aber ich weiß nicht wo. Ging das denn nochmal? Ich muss nochmal gucken. Info und Optionen. Steuerung. Seelenverbindung. Das Speichern. Seelenverbindung E. Ja. Gut. Ja, immer noch was über. So, das müsste ich jetzt eigentlich noch mal speichern. Was ist das denn? Ja, ist schon ganz sinnvoll. Ah. Da komme ich also so durch, denke ich mal. Ja. Das schießt auf mich. Das fiese Viech. Oui. Nicht getroffen. Bäh. Oh. Ach so. Da sieht man das immer sofort. Ich darf mal hier durch. Wie jetzt? Jetzt die Seelenverbindung wieder hergestellt. Okay. Jetzt kann ich das Ding wieder benutzen. Oh. Die Wurms. Nee, doch nicht.
muss gucken, was da unten ist. Was ist der Speicherpunkt? Ich kann doch bestimmt da jetzt nochmal speichern, oder? Alter, wer soll das denn wissen? Mann, wie mache ich das denn jetzt? Ich glaube, das kann ich nicht. Nee, das geht nicht. Muss schon dann machen. Guck mal auf die Map. Da muss ich irgendwie runter. Ich versuch's nochmal. Warum ist denn das wieder da gewesen? Nee, darunter konnte ich doch gar nicht, oder was? Halt hoch. Ich darf mich nur nicht so blöd anstellen. Heil mich! Ich habe meine Lebenszelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszellen, um deine Überlebenskraft zu steigern. Okay. Sehr schön, aber... jetzt muss ich trotzdem wieder zurück. Boah, es hat immer knapp hier. So, nun... was passiert denn, wenn ich... ah, das hat gar nicht gut. Was? Ja, kann ich ja noch nicht. Kann noch nicht das Energietor öffnen. Aua. Ja, da unten bin ich ja sofort tot. Muss ich da hin? Muss ich da hin jetzt nochmal hin? Ich muss da jetzt nochmal hin. Dann muss ich da jetzt nochmal hinhüpfen. Los. Aua. Jetzt muss ich direkt wieder speichern gehen. So, ich gehe jetzt erst speichern. Da oben ist noch... ah, da oben ist noch was zum Zerstören. Warte. Ach ja. Kann ich schon was machen? Nee. Da oben war ja noch was. Wo kommt das denn immer dann wieder, ey? Nee, ey. Rutscht das denn runter? Aha. Ich habe etwas erbost. Da oben war jetzt nichts, oder?
Also hier ist nichts. Und wie komme ich jetzt hier hin? Okay. Nee, hey, hey, hey. Ja. Ja. Was hat? Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie auf seinen Sammler nutzen. Denke daran, dass du mit der Energie eine Seelenverbindung erzeugen und das Spiel speichern kannst. Okay. Dankeschön. Hier komme ich jetzt aber nicht durch. Ah, nee, das ist auf der anderen Seite. Okay. Jetzt kaputt. Da ist es hingefallen, das alte Spinnchen, was da hing. Oder so. Ist ein Spinnchen, aber irgendwie süß. Ich springe natürlich direkt rein. Weg mit dir! Kann ich noch nicht schwimmen? Alter! Was? Wie viel Schaden machen die denn, ey? Also wenn der Regen ist, aber nutzen der gerade, müssen wir ja keine Seelenverbindung zeigen und das Spiel scheinen ganz okay. Ja, ich muss es speichern. Ich nehme noch ein Leben ab. Ich finde so schnell keinen neuen. Dieses eklige Ding hier. Gemacht. Och Mann. Das ist kacke, wenn man nur ein Leben hat. Ah, ich habe ein neues Leben. Alle 10 Jahre kriegt man mal ein neues Leben. Oh Mann! Oh Mann! Boah, ist das fies. Anders geht's nicht. Ich muss speichern. Siehste? Wenn ich jetzt nicht gespeichert hätte, ey. Hätte ich mich aber tot geärgert. Wenn ich jetzt nicht gespeichert hätte, hätte ich mich aber tot geärgert. Ui.
Was ist das denn für ein Schleimbolzen da? Muss ich jetzt immer aufpassen? Kannst du das abbrechen? Ich will da rein! Komisch, aber nett. Was? Aua. Muss mal echt aufpassen. Was? Kartensteinfragment. Ah. Hä? Wieso kann ich das nicht nehmen? Und wieso komme ich da nicht hoch? Wisst ihr jetzt schon? Genau. Sehe ich ja dann. Aua. Komme ich, glaube ich, gleich da unten rein, wo ich eben hin wollte. Oh Gott. Jetzt hieß Lava, die auch noch da liegen bleibt. Schwinde da! Was hat... Ah, ich verstehe. Wartet. Ja. Ich mag, also die Lava-Dinger hasse ich. Das ist wieder der Bodenblocker. Will ich da runter? Ja. Der Boden ist nicht locker. Oh Mann. Manu. Komm ich da rein? Komm ich auch nicht hin. Nee, ey. Oh Gott. Mann. Ach ja, hier kam ich noch nicht rein.
Ja. Oh Gott. Auf zu kotzen da. Blödes Viech. Achso, ich hab gar keinen. Na gut. Ding. Ich hab kein Kartensteinfragment. Ich will jetzt gleich erstmal speichern. Und zwar jetzt. So, jetzt Stichflammenband. Das wollte ich ja machen. Vergrößert den Radius und erhöht den Schaden der Stichflamme. Ja, das ist gut. Escape. La la la. Wo bin ich? Ja, da hinten war ich halt auch eben. Ich muss mal kurz gucken, wie viel ich aufgenommen habe. Okay. Dann ist hier bald vorbei mit der Folge. Sonst dauert es euch zu lange. Was ist das hier eigentlich? Okay, das ist wieder. Wo kommst du denn? Da muss man schwer aufpassen, weil das sind ganz mini kleine Kügelchen, die hier noch zählen. Ich wollte aber eigentlich erstmal da hinten hin. Mann. Ich muss ja dahin, ne? Deswegen, ich versuche. Versuch da jetzt so hinzukommen. Immer am Speichern. Wie bei Elden Ring kommen die Leute wieder hier. Ja, wenn du hast Elden Ring gespielt, ja. Oha. Okay, da komme ich noch so hoch. Was? Wieso? Was? Wieso komme ich denn da nicht weiter? Ach so, jetzt weiß ich wieso. Oh, verdammt. Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Ah, so, ist das jetzt der Punkt? Ne, ich muss noch da hoch. Ah, da komme ich. Da komme ich. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, weil die wieder heißt Uri and the Blind Forest. Und dann geht's weiter und dann wollen wir einfach versuchen, hier oben den. Was ist das? Ist das der Dornsumpf? Weiß ich gar nicht, was das ist. Könnte der Dornsumpf sein? Oh, Entschuldigung. Liegt auf jeden Fall da. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Wenn die wieder heißt, Orient the Blind Forest. Ciao.